Ja, liebe Aquakollegin, was gibt es Besseres als eine abwechslungsreiche Ernährung, sowohl bei uns wie auch bei unseren Tieren? Und dazu gehört für mich auf jeden Fall auch Frostfutter. Und wo ich mein Frostfutter herbeziehe, das stelle ich euch heute vor. Ich stelle euch den Fischfutter-Express vor vom Andreas Niering, der diese Firma gegründet hat. Er selber ist eigentlich von Haus aus Fischzüchter, kommt also eher so aus dem Diskus-Galar-Bereich. Und das, was er selber füttert, hat er irgendwann mal beschlossen, auch anderen ja, zukommen lassen zu wollen. Und da nehme ich euch heute mal mit rein. Ja, die Fischzucht betreibt er schon seit über 20 Jahren und hier sehen wir mal einen kleinen Ausschnitt aus dem reichhaltigen Repertoire, was er so alles anbietet. Also über Mückenlarven, Artemia, Grill, Mysis, Cyclops, verschiedene Planktonsorten, Rädertierchen, Mischfutter wie den Malawi-Mix, Tubifex, Daphnien, ja und so weiter und so fort. Das Ganze einmal als Flachtafel, dann als der klassische Blisterpack mit 100 Gramm und dann gibt es auch noch für spezielle Fische, spezielle Futtersorten. Hier ist der Diskus besonders im Fokus, hat er also auch Mischfutter mit speziellen Zusätzen auch. Ja, vieles davon auch rinderherzfrei. Ja, das Ganze kam relativ flott. Also montags wurde es verschickt, dienstagmorgens stand es bei mir vor der Tür. War also eine prompte Lieferung über Nacht. Und das Ganze wird dann in einem Styroporbehälter, Styroporbox verschickt. Die Temperaturen waren jetzt so, dass das natürlich keine große Schwierigkeit ist. Ist im Winter natürlich immer ein bisschen einfacher auch. Im Sommer wird das aber so verschickt, dass da nichts antauen kann, sondern dass alles wirklich tiefgefroren ankommt. Ja, hier handelt es sich mal wieder um ein Sponsoring. Einen ganz herzlichen Dank, lieber Andreas, für das ganze Material, was du mir hier zur Verfügung stellst, dass ich das mal testen und beschreiben kann. Und ich habe mir vorgenommen, da auch so einen Mehrteiler draus zu machen. Das heißt, auf ja, verschiedene Details auch einzugehen, die bei der Bestellung und bei der Verfütterung wichtig sind. Und das wird also eine längere Geschichte. Und hier im ersten Teil gucken wir uns erstmal die einzelnen Futtermittel an, die ich bestellt habe. Und die waren also erstmal in massig Zeitungspapier. Sehr gut, dass hier kein zusätzliches Plastikzeug verwendet wird, finde ich super. Ja, und so sehen dann diese 500 Gramm Tafeln aus. Und ich habe mich immer in der Vergangenheit ein bisschen ja, davor gedrückt, diese großen Tafeln zu bestellen. Die nehmen doch ganz schön viel Platz weg. Hier sehen wir nochmal alles noch festgefroren. Da ist also nichts irgendwie angetaut, sondern ja, Top-Zustand. Die nehmen relativ viel Platz weg im Gefrierschrank und da muss man natürlich mit seiner besseren Hälfte ein bisschen gucken. Ja, ist sie bereit, da diese ganzen Tafeln irgendwie? Ja, da fehlt natürlich der Platz für die Pizza und sonstiges. Ja, und was vor allem halt auch noch wichtig ist, man muss eine gewisse Mindestbestellmenge abnehmen. Und das schreckt viele vor dem Bestellen zurück. Und da geht man lieber natürlich an seinen ja, Markt um die Ecke und holt sich dort die kleinen Blistertafeln. Ich will euch aber heute ein bisschen mit reinnehmen, was dieser Vorteil von den Flachtafeln wirklich ist. Da will ich auch ein paar Versuche machen, um euch das auch ein bisschen zu demonstrieren. Die haben nämlich gegenüber den Blisterpackungen einen großen Vorteil. Ich habe vom Andreas die Blisterpackungen schon bestellt gehabt vor einiger Zeit und war da absolut sehr zufrieden damit und deswegen habe ich ihn auch angefragt, ob wir da nicht mal eine Kooperation machen wollen und das ein bisschen genauer vorstellen und habe mich aber jetzt dann doch dazu entschieden, diese 500 Gramm Flachtafeln zu bestellen. Und der Grund ist folgender: Die Blisterpackungen, die werden produktionsbedingt mit mehr Wasser verfüllt. Das heißt,
um diese kleinen Blister verfüllen zu können, ist ein höherer Wasseranteil notwendig. Ja, manche Firmen haben da 30 bis 50% Wasseranteil. Wie viel hier beim Andreas verwendet wird, das werden wir noch vorstellen. Die Flachtafeln liegen da schon um die 20 oder unter 20%. Das heißt, man kriegt auf jeden Fall mehr für sein Geld. Weniger Wasser und mehr Material. Ja, schauen wir einfach mal in die Homepage. Da kann man online alles bestellen. Super gut ist es natürlich, wenn man das gemeinsam mit befreundeten Aquarianern bestellt. Ja, dann sind 3 Kilo auch kein Problem. Dann lässt sich das ja super verteilen. Und ja, man hat nicht dieses Problem, dass halt da im ganzen Tiefkühlschrank nur noch. Ja, nochmal eine kurze allgemeine Erklärung. Das Frostfutter wird also durch das sogenannte Schockfrosten. Da werden also die Futtertiere innerhalb weniger Minuten auf minus 20 Grad runtergekühlt hergestellt. Und das gibt es also in den Blisterpackungen. Dann gibt es noch Schokotafeln, die sind ein bisschen größer, und die sogenannten Flachtafeln. Der Nährwert, der liegt je nach Futtertier anscheinend so um die 75% von dem des Lebendfutters. Ja, durch das Einfrieren und das Auftauen geht natürlich ein gewisser Nährwert verloren. Allerdings ja, ist das qualitativ natürlich immer noch sehr, sehr hochwertig, wenn die Qualität stimmt. Ja, wenn also in der Kühlkette nicht irgendwas passiert oder wenn, was viele Hersteller halt auch machen, zwischendurch nicht aufgetaut und neu wieder verfüllt werden muss. Ja, dann leidet natürlich immer die Qualität. Ja, hier sehen wir nochmal eine kleine Durchsicht über den Flyer. Da sind nochmal, er kommt also aus der Fischzucht raus und hat irgendwann entschieden, dann auch da einen Online-Shop anzubieten und die Futtermittel eben auch zu verkaufen. Da habt ihr nochmal die Kontaktadresse für all diejenigen, die da jetzt bestellen wollen. Gibt es jetzt im April noch eine Sonderaktion. Da, also Erstbesteller kriegen sowieso mal 10%. Aber da hat er nochmal eine Sonderaktion im April. Ja, und bei dieser Aktion bestellt man 5 Kilo Frostfutter zu einem ermäßigten Preis und kann seine Tafeln selber zusammenstellen. Eignet sich super auch für Leute, die im Bekanntenkreis mit Freunden zusammen bestellen wollen. 9,90 Euro die Versandkosten. Und dann bekommt ihr das über Nacht in einwandfreiem Zustand, so wie bei mir auch, geliefert. Ja, ich würde ja gern da einen Mehrteiler draus machen und euch gewisse Insider-Informationen über Frostfutter auch ein bisschen zugänglich machen. Weiß aber nicht genau, ob euch das interessiert. So lasst mich das doch mal wissen, ob hier sowas für euch wirklich von Interesse ist. Ob ihr das sehen und hören wollt, dann bitte ab in die Kommentare damit. Ich freue mich wie immer über Abo, Like, einen netten Kommentar und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.